Hallo zusammen, heute zeige ich euch 5 Übungen am Schlingentrainer, mit denen ihr eure Bauchmuskulatur trainieren könnt. Viel Spaß! Bei der ersten Übung geht ihr in eine Ausgangsposition, in der ihr euch auf den Händen abstützt und mit den Füßen jeweils in eine Schlinge geht. Dann geht ihr in eine Gerade und zieht jeweils die Knie zur Brust. Bei der zweiten Übung geht ihr wieder in die gleiche Ausgangsposition, lasst nun allerdings die Beine gestreckt. Die dritte Übung ist ein sogenanntes Pendulum, das heißt, ihr schwingt kontrolliert mit den Füßen hin und her. Die vierte Übung ist eine kleine Steigerung des Pendulums. Ihr geht wieder in die gleiche Position, pendelt wieder mit euren Füßen, zieht nun allerdings an den Endpunkten immer die Knie an. Wichtig ist, dass ihr ruhig und kontrolliert schwingt. Die fünfte und letzte Übung ist für die seitliche Rippenmuskulatur und die diagonale Bauchmuskulatur gedacht. Dazu geht ihr in die Seitenlage, hebt eure Hüfte vom Boden ab, streckt einen Arm nach oben und dreht euch dann nach innen ein und hebt die Hüfte. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und für tägliche Updates folgt mir auf Instagram auf lukas.stahl. Bis zum nächsten Mal.